Der parteilose Landtagsabgeordnete Heinrich Fichtner hat mit Provokation erneut einen Polizeieinsatz im baden-württembergischen Landtag ausgelöst. Er wurde aus dem Plenum getragen. Fichtner hatte am Mittwoch in Richtung von CDU, SPD, Grünen und FDP gerufen. Sie wollten das deutsche Volk von Ausländern überrannt sehen. Sie sollten in der Königstraße die Scherben ihrer Politik aufsammeln und nehmen Sie am besten Frau Arras gleich mit. Landtagspräsidentin Muterim Arras von den Grünen schloss Fichtner daraufhin von der Sitzung aus. Zuvor hatte Fichtner bereits mehrere Ordnungsrufe kassiert. Doch Fichtner weigerte sich zu gehen. Zwei Polizeibeamte trugen ihn anschließend aus dem Saal. Die Landtagssitzung wurde vorübergehend unterbrochen. Im Anschluss beschloss das Präsidium, Fichtner von 5 Plenarsitzungen auszuschließen. Fichtner hatte sich bereits bei einem ähnlichen Vorfall Ende April von der Polizei hinausführen lassen. Ausgelöst und sich dann aus dem Plenum tragen lassen. Fichtner hatte am Mittwoch in Richtung von CDU, SPD, Grüne und FDP gerufen. Sie wollten das deutsche Volk von Ausländern überrannt sehen. Sie sollten in der Königstraße die Scherben ihrer Politik aufsammeln. Zitat, und nehmen Sie am besten Frau Arras gleich mit. Die grüne Landtagspräsidentin Muterim Arras schloss Fichtner daraufhin von der Sitzung aus. Zuvor hatte der ehemalige AfD-Politiker bereits mehrere Ordnungsrufe kassiert. Sie waren es, die unser deutsches Volk von Ausländern überrannt sehen wollten. Sie waren es, die mit Ramelow in Thüringen einen Kommunisten ins Amt gehievt haben. An Ihren Händen klebt Blut. Verlassen Sie diesen Herr Plenarsaal, begeben Sie sich Herr umgehend auf die naheliegende Königstraße. Ordnungsruf. Begeben Sie sich umgehend auf die naheliegende Königstraße und sammeln Sie die Scherben Ihrer Politik auf und nehmen Sie am besten Frau Arras gleich mit. Herr Dr. Fichtner, jetzt schließe ich Sie von der Sitzung aus. Doch Fichtner weigerte sich zu gehen. Zwei Polizeibeamte trugen ihn anschließend aus dem Saal. Die Landtagssitzung wurde vorübergehend unterbrochen. Im Anschluss beschloss das Präsidium, Fichtner von 5 Plenarsitzungen auszuschließen. Fichtner hatte sich bereits bei einem ähnlichen Vorfall Ende April von der Polizei hinausführen lassen.